Zigeunersoße, Negerkuss, das sind so zwei Begriffe, die wunderbar klar machen, wie lebendig Sprache ist. Dass Sprache eben ein veränderbarer Organismus ist. Wir sprechen heute nicht mehr wie im 18. oder im 19. Jahrhundert. Wir sprechen auch nicht mehr wie in den 1950er Jahren. Geschichte lagert sich in Sprache ab. Und ich ändere natürlich eine Geschichte von Rassismus, Gewalt, von Intoleranz, Diskriminierung nicht dadurch, dass ich bestimmte Begriffe nicht mehr verwende. Aber durch einen wachen, durch einen bewussten Umgang mit der Sprache und der Art und Weise, wie ich meine Sprache einsetze und nutze, kann ich doch verhindern, dass ich bestimmte Geschichten von Rassismus und Diskriminierung nicht in die Gegenwart weiter fortschreiben. Und das ist ja auch ein ganz großartiges Potenzial, weil das ist etwas, was wir alle steuern können. Jeder und jede von uns hat damit die Instrumente an der Hand, wirklich an der, ich sag's mal etwas pathetisch, an der Gesellschaft mitzuarbeiten, in der wir alle leben möchten. Hoffentlich eine Gesellschaft von Toleranz. Und wenn das bedeutet, dass ich eben einen respektvollen und bewussten Umgang mit der Sprache suche und eben nicht mehr Zigeunersoße und stattdessen Paprikasoße sage, dann, Leute, wo ist das Problem? Also weniger Aufwand ist kaum möglich und trotzdem ist das eben ein Mittel, um wirklich Gesellschaft, die für uns alle lebenswert ist, zu bauen. Vielen Dank.